Guten Tag. Ich bedanke mich für die neue Zuschauer, neue Follower. Wunderschön, dass so viele Leute mich jeden Tag neu folgen und etwas immer schreiben. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin sehr stolz. Viele Leute schreiben mich hier ständig, warum ich mich nicht rasiere. Ich rasiere mich schon. 3 Tage Bart habe ich immer gehabt, aber ich möchte mir wieder Schnurrbart wachsen lassen. Damals vor Corona-Zeit habe ich Schnurrbart gehabt und konnte ich diese Enden so schön drehen. Habe ich eine echte bayerische Schnurrbartwichse immer bestellt aus Bayern und diese Schnurrbartwichse konnte ich hier auftragen und die Enden so schön nach oben drehen. Aber da ich Maske trug, lief das alles runter und ist das so geschmolzen und deswegen konnte ich Schnurrbart nicht mehr so haben und pflegen. Weil unter der Maske ist das immer geschmolzen. Aber jetzt müssen wir die Maske nicht jeden Tag tragen, nur manchmal. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt gehen wird. Und ich warte ganz, ganz ungeduldig, bis mein Schnurrbart ein bisschen wächst. Und dann mit dieser bayerischen Schnurrbartwichse kann ich mir das schön pflegen und schön drehen. Es geht um Skorpion. Weiter. Jeder Skorpion trägt irgendeine Wunde. Eine seelische oder sexuelle. Deswegen ist es so schwer, mit Skorpionen sexuell zu verkehren. Viele Frauen schreiben mir hier Briefe, wie problematisch das ist. Für manche ist das natürlich unerträglich, weil das ist ein wilder Sex. Und für manche wieder ist es so schwierig, weil Skorpion ist auch oft impotent durch diese seelischen Wunden. Und deswegen kommt zu impotenten Störungen und überhaupt sexuellen Störungen. Das ist halt so, weil jeder Skorpion trägt einen Konflikt oder eine Enttäuschung mit sich, die nie heilen würde. Obwohl Skorpion würde diese Enttäuschungen oder Konflikte heilen wollen, aber es gelingt ihm nicht. Das bleibt für immer. Meistens ist das aber ein selbst geschaffenes Problem. Wir müssen wissen, Skorpion hat den Hang, Krisen herauszubeschwören und dann dramatisch gegen den Feind anzukämpfen. Und deswegen ist das so problematisch und deswegen, ich habe schon gesagt, dass der Skorpion hat eine ausgeprägte dramatische Ader, diese Geheimnisse zu entdecken an sich und deswegen diese dramatische Ader. Und das ist natürlich das Geheimnis seiner Tendenz zur Selbstzerstörung. Deswegen verletzt sich Skorpion immer selbst und stachelt sich auf etwas auf, das er nicht überwinden kann. Das spornt den Skorpion an, in seinem Inneren etwas zu vollbringen, das ihm am Ende viel wichtiger ist als alle äußeren Errungenschaften. Deswegen ist das so kompliziert mit einem Skorpion. Jeder Skorpion trägt irgendeine Wunde, eine seelische oder eine sexuelle. Meistens ist das ein selbst geschaffenes Problem. Aber für heute leider ist die Zeit um.